Alter, was geht ab, Leute? Team Mobbelt hier. Heute mit der nächsten Runde von unserem TPT 6 Online-Turnier. Nächstes Feature-Match. Halbfinale ist es, glaube ich, schon. Das erste von zwei. Da konnte ich beide aufnehmen. Schauen wir mal, wer da alles spielt. Jo, auf geht's. Schauen wir mal. Also ihr spielt Suzuku gegen Johnny. Ja, hatten wir jetzt gerade schon mit Clifford. Das wissen wir. Suzuku war der Nico besiegt hat. Ah, Nikos Freund. Wer spielt das Kam verdeckt, Mann, oder? Hat der Bär gespielt? Ich glaube schon, oder? Der okay. Bärspieler. Okay, Rache mit Kliman. Okay, jetzt kommt Suzuka mit Monster verdeckt, 2 Set. Johnny aktiviert Summoner's Art, holt Scout, aktiviert noch Necro Valley. Oh mein Gott. Es kommt gleich ein Twin Twister. Ja, er hätte zuerst Scout aktivieren müssen und dann... Ja. So hätte er Necro Valley noch gehabt, war wahrscheinlich Fehler von Johnny. Ja, das war ein bisschen zu übermütig. Okay, jetzt kommt Pot. Spielt Torrential, spielt auch nicht mehr viele. Sehe ich auch jetzt seit langer Zeit. Nimmt Bottomless auf die Hand. Hättest du Bottomless, ich weiß nicht, Bottomless gegen BA? Weiß keine nicht. Ahnung. Geht schon, auf 4. Ja, aber auch Dante. Ja, Dante leider nicht. Ja, egal. Ja, deswegen sage ich. Jetzt schauen wir mal, was für Überraschungen noch kommen. Helix mit Sacrifice. Sacrifice! Ah, okay. Ja, er hat Rhino verdeckt gehabt. Geht Rhino nicht bei Dings, bei Kampf? Weiß ich nicht. Geht Rhino bei Kampf? Wieso hat das nicht gemacht? Keine Ahnung, vielleicht hat es nicht gebraucht. Er hat ja noch Skam-Effekt gehabt, holt sich Tourguide in Endphase. Komisch, naja. Holt sich Gruff. Auf Dante ist der normale Move. Ja. Also der Klee-Spieler hat hinten wohl gar nichts. Irgendwie keine Rivalry, kein Chaos-Trip holen. Also da liegt wahrscheinlich die Bottomless, ne? Aber das ist es genau jetzt. Der BA-Spieler weiß, dass da Bottomless liegt. Ja, macht er nichts. Ja. Genau, Helix schippt nicht im Kampf gegen Sacrifice. Nochmal 3 Set vom Gegner. Spielt das BA auf viele Verdeckte. Ich schätze mal, die Finish Chain, die Fogblade, also hat er verdeckt. Ne? Vielleicht noch Horn des Himmels spielt er, glaube ich, auch. Ja. Okay, opfert jetzt. Helix. Jetzt kommt, das war doch Helix, oder? Ja. Genau, jetzt kommt Stealth. Jetzt kommt wahrscheinlich Sacrifice-Effekt, Helix-Effekt und Stealth-Effekt. Genau. Siehst du, Stealth ist gar nicht mal so schlecht, wenn man einmal spielt. Ich spiele ihn nicht. Einmal kann man schon spielen, Nico. Du kommst schon echt krass, Mann. Mit Skilldrain auf 2,8 schon gar nicht mal so schlecht. Ja, der hat voll den gebracht. Okay. Ja. Der kam über 3000, Mann. Ja, sonst wäre er nicht drüber gekommen. Ja. Okay, er hat jetzt den Dante wieder zurück ins Extra geschickt. Spielt Fogblade. Auf was? Entweder darf er ziehen, ja, auf Fogblade Stealth. Auf Skam selber, gell? Auf Stealth. Auf Stealth, oder? Ich glaub schon, ja. Okay, Gegner, BA-Spieler kann nichts machen. Johnny wieder dran, er zieht. Mit der Necro Valley, gute Karte. Okay, beide können wahrscheinlich nicht viel machen, wieder nur eine Set jeweils. Das ist aber auch das Problem jetzt, was ich dir sage. Du hast Stealth auf dem Feld. Und wenn du ein Tribut ist, passiert nichts. Hättest du jetzt wenigstens irgendwie, keine Ahnung, Helix oder Träger, könntest du irgendwas machen. Ja? Siehst du, er hat Träger auf der Hand. Stealth-Tributen bringt nichts. Ne? Ja, doch, er hat ja dann die Effekte genutzt. Ja, aber wenn Stealth tributed wird, passiert nichts. Ja, das ist ja egal. Ja. Es geht ja um seinen eigenen Effekt. Das ist ja gar nicht mehr so schlecht. Hier auch eine interessante Karte mit Chalice. Hast du die auch überlegt zu spielen oder nicht? Ich habe sie mir überlegt, die ist nicht schlecht, man braucht da Platz, das ist das Problem. Ne? Ja, stimmt, du spielst es ja komplett anders. Ja? Entweder auf die gegnerischen Monster, jetzt hat der BA-Spiel aufgegeben. Okay, das ging also aber flott, was weißt du, was da ist da passiert? Der Kriegsspieler hatte Necro Valley, also sag ich mal, war okay. Der bisher blockierte BA-Spieler. Okay, er hatte nichts dagegen und hat er gleich aufgegeben. Ja, okay. Frühe Twister kam gut, aber danach konnte er Necro Valley wegbekommen. Ne? So, beide Seiten jetzt. Und schauen wir mal. Ich denke, Johnny sidet wahrscheinlich wieder seine Cherry Blossom. Vielleicht noch System Down. Der Barspieler, genau. Und sonst, was können wir noch sein? Auch vielleicht Chaos Trap Hole vielleicht im Kleedeck. Ja. Oder halt dann wahrscheinlich Twin Twister mehr. Was denn? Nimmst du Handy? Fuck. Okay. Komm mal her. Aber auf den Bildschirm. Okay, zweites Game. BA-Spieler fängt an. Eine Set und zwei Verdeckte. Das spielt das BA ein bisschen komisch. Bisschen schon, ja.
Wieder ein sehr guter Start vom Kriegsspieler mit Scout. Ah, Sacrifice! Kein Recreate. Er spielt wohl auch kein Recreate. Okay, Standard-Move wieder, echt krass. Scout, Stealth, oh mein Gott. Und jetzt Card of Demise, oh mein Gott. Card of Demise. Einfach, diese Karte hat echt alles verändert, Mann. Also sehr guter Start für einen Klee-Spieler. Ja. Okay, holt sich Emptiness. Und wenn da jetzt einmal noch Rivalry drunter ist und ja. Okay. Endphase muss er seinen Pot noch ablegen. 5 Set, Scout offen, Stealth in der anderen Zone. Also ich hätte es ein bisschen anders gespielt. Ich hätte den Scout-Effekt nach Demise gemacht. Also ich mache den immer nach Demise, weil dann kannst du immer noch entscheiden, was du machst. Also das wäre für mich ein kleiner Spielfehler. Weil jetzt hat er kein Monster und hat Sacrifice unten verdeckt als tote Karte. Ja, dann kann er nächste Runde nochmal suchen. Ja, ja. Macht er auch jetzt. Trotzdem hätte er einen viel größeren Vorteil, hätte der Scout danach aktiviert. Summon Carrier. Jetzt kommt die Sacrifice von unten. Auch noch Card of Demise, aber diesmal nur für plus 2. Der MST auf die Mirror Force. Jetzt kommt wieder Fogblade und der zweite MST. Also ich hätte vielleicht, okay, also der Gegner ist dumm, kriegt Schaden bei Card of Demise. Und der Johnny sagt noch, der hat 2-4. Also beide wissen nicht, dass man eigentlich keinen Schaden die Runde bekommt, ne, wegen Card of Demise. Du hättest anders gemacht. Er ist angegriffen, genau, und dann erst Card of Demise in der Memphis 2, ja. Aber beide, sag ich mal, merken das nicht, dass man keinen Schaden bekommt und so viel dazu. Also Card of Demise schon gut. Ja, Card of Demise sollte man auch vielleicht lesen. Ja. Ja. Aber wie man jetzt hier sieht, Gegner, also BA-Spieler ist, jetzt hat 3 Handkarten. Ja. Und der Clifford-Spieler hat jetzt 3 Set, 3 Handkarten, Scout, Stealth, eine Panelzone und Necro Rally, also das war's. Ja. Hat man gesehen, er hat jetzt die Karte noch geholt, durch Scout, gependelt, 3 Monster Angriff, tot, also war einfach zu viel Vorteil. Ja, also zu guter Start, der hat das Deck super schnell durchgezogen, ja, mit Summoner's Art, Scout, 2-mal die Mice, Pot of Duality, ja. Upstart, schnell alles durchgezogen und BA-Spieler, sag ich mal, spielt das Deck nicht so explosiv, spielt es eher auf Backrow. Hatte keine Twin Twister. Bei dem Backrow hat man gar nicht gesehen eigentlich, was er hatte. Nee. Ich weiß gar nicht, was da lag. Ja. Also ein einfaches Match für Klee. Ja, und hat man gesehen, wenn BA mit Ante nicht anfängt oder keinen Speed reinkriegt, dann ist das Deck meistens zu langsam, dann tot. Ja, hat man ja auch da in dem Fall gesehen, er konnte nur ein Monster setten, macht man im BA meistens was gar nicht. Er musste es wahrscheinlich machen, schlechte Hand. Ja, Clifford hat gewonnen. War das erste Halbfinale und jetzt halt, ja, genau. Danke euch, hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Duell. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Is Serious Business.